das Fahrradfahren. Ich bin ein begeisterter Fahrradfahrer. Ich mache regelmäßig Touren mit meiner Frau, mit meinem Sohn und mit Freunden. So 100 bis 120 Kilometer am Tag. Fluss entlang, es ist schön. Wir bleiben eng verbunden. Wir teilen eine gemeinsame Herkunft. Wir teilen gemeinsame Werte. Wir sind beide Kinder der Aufklärung. Sehr gut. Die Bundeskanzlerin wird in Washington zu Staatsbesuch sein. Das kommt selten vor, dass jemand dort ist. Sie hat vor Kongress gesprochen. Die erste Bundeskanzlerin seit Adenauer, die diese Ehre bekommen hat. Naja, es ist hervorragend. Obwohl ich bedauere, dass es weniger Amerikaner hier gibt. Als die Soldaten noch hier waren, gab es 16 Millionen Amerikaner, Soldaten und Familienangehörigen, die in Deutschland gewohnt und gearbeitet haben. Und die haben diese schönen Erinnerungen von Deutschland wieder nach Michigan oder Alabama oder Kalifornien mitgenommen. Und das hat Amerika mit Deutschland verbindet.